Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium und zwar von Vers 15 bis Vers 34. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Johannes kündigt Jesus an und sagt, er kündigt jemanden an, der vor ihm war. Soweit ich weiß, war Johannes ein halbes Jahr älter als Jesus. Ja, denn die Maria kam ja zu der Martha und das Kind hüpft in ihrem Leibe, in der Martha-Leibe, weil Johannes der Täufer hört, dass Jesus zu ihm kommt. Ja, und spürt im Mutterleib schon, dass Jesus zu ihm kommt. Ganz besondere Bibelstelle. Das heißt, Johannes war der Ältere. Johannes war ein halbes Jahr älter als Jesus. Aber hier sagt er, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Wann denn vor ihm? Von Ewigkeit her. Warum? Weil Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ja? Er ist Gott. Er war vor Grundlegung der Welt und er ist ins Fleisch gekommen. Das ist das gottselige Geheimnis, das kann niemand erklären. Und das glauben viele auch nicht, weil das einfach auch eine unglaubliche Angelegenheit ist. Aber die Bibel, die bezeugt das schon sehr deutlich. Und ich verweise nochmal sehr gerne auch auf Jesaja 7, ja, das ist Jesaja 9. Da steht denn, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Das ist Jesus Christus, ja. Geboren zu Bethlehem, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friede Fürst. Da ist uns ein Kind geboren, dessen Name ist Ewig Vater oder Vater der Ewigkeit. Das widerspricht sich ja eigentlich, entweder man ist Kind oder man ist Vater, ja, in persona. Aber hier steht, uns ist ein Kind geboren, das Kind in der Krippe. Ein Sohn ist uns gegeben, der Sohn Davids, und sein Name ist Ewigvater, Friedefürst oder Vater der Ewigkeit, sagen auch andere. Ja? Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, das er es zurichte. Also da sieht man schon von der Gottheit Jesu. Jesus Christus ist Gottes Sohn, damit göttlicher Natur, ja? Damit Gott selbst ist auf Golgatha gestorben. Es ärgert viele Leute, weil das so unglaublich klingt. Aber Johannes sagt das hier, ja. Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und seine irdische Abstammung kann er nicht gemeint haben, weil Johannes ein halbes Jahr älter war. Von seiner Fülle, Pleroma, sagt das Griechische, das ist die göttliche Fülle. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wenn wir Christen sind, sollen wir uns um auch ein moralisch und ethisch einwandfreies Leben bemühen. Ja, wir sollen uns ordentlich und recht und gut verhalten und eigentlich auch nach dem Dekalog leben, nach den 10 Geboten. Ja. Oder ich sage mal anders, wenn wir im Gesetz des Geistes wandeln, dann erfüllen wir das Gesetz des Buchstabens, weil das Gesetz des Geistes dem Gesetz des Buchstabens nicht widerspricht und nicht widerstreitet. Der Geist widerstrebt dem Fleisch, ja, aber nicht dem Gesetz Gottes. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und alle Christen, egal wer das ist, der ernsthaft seinen Glauben lebt und die Bibel ernsthaft auf sich anwendet, der wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er erkennt, dass er schuldig ist vor Gott und dass er Gottes Wesen und Willen nicht gerecht werden kann, wie sehr er sich auch anstrengt. Denn wir vergleichen uns ja nicht mit anderen Menschen und sagen, bin ich besser wie der oder wie der, sondern wir stehen vor dem lebendigen Gott. Und vor Gottes Augen und Gottes Wesen, da werden wir gewahr, dass wir Sünder sind und des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten, sagt Paulus mal. Das heißt, wir werden mit uns selbst bekannt gemacht, wer wir sind, wie wir denken, wie wir immer noch denken, wie wir empfinden, wie wir handeln, ja, das dem Wesen Gottes oft nicht entspricht. Und dann brauchen wir Vergebung. Und dann gehen wir zu Jesus Christus und
bekennen unsere Schuld und danken ihm, dass er für uns gestorben ist. Und gehen dann auch wohlgemut weiter. Aber diese Erkenntnis der eigenen Sünde gehört zum lebendigen Christsein mit dazu, weil wir an uns selber verzagen und hinfliehen zu Christus. Und dadurch werden wir keine frommen Heuchler, dadurch werden wir keine frommen Angeber, sondern wir bleiben bescheiden und bleiben ein bisschen auf dem Boden mit unserem Glauben, ja? Bleiben ein bisschen nüchtern und haben auch Verständnis mit den Schwachheiten und auch mit den Sünden anderer Leute und auch mit den Vergehungen, ja? Weil wir wissen, dass wir selber aus der Gnade leben. Und damit sind wir ein Stück weit in der Gottseligkeit Gottes. Das sind diese sieben Schritte, die auch im 1. oder 2. Petrus stehen, ja? Habe ich auch schon mal gesprochen drüber. Bis man zur Bruderliebe findet, das geht ein Stück weit durch die Höllenfahrt ins eigene Ich, dass wir sehen und verstehen, wer wir wirklich sind. Das liegt aber daran, dass wir uns auch mit Gottes Wort messen und Gottes Wort auch auf uns anwenden und dass Gottes Licht in unser Leben scheint und unsere Taten wir dann nicht nur entschuldigen oder im Vergleich zu anderen Menschen sehen, sondern unser Leben und unser Tun vor Gottes Angesicht sehen und empfinden. Und da gelten weitaus höhere Maßstäbe, wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und uns wird dann klar, dass wir zu Gottes Person und Heiligkeit überhaupt keinen Zugang mehr haben können. Dass das auch richtig ist, dass wir zu Gott selber keinen Zugang mehr haben, weil wir Sünder sind, weil wir Abgewichene sind. Ja? Und dann wird uns auch klar, wie wertvoll Golgatha ist. Dass jemand für uns eingetreten ist, dass jemand für uns bezahlt hat, dass jemand uns teilhaftig werden lässt an der göttlichen Natur, dass jemand uns gerettet hat, dass wir zu Gottes Kindern werden dürfen, wie ja auch in Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also das ist schon was Großes und ein sehr viel größeres Geheimnis, als wir das hier vielleicht so in der Kürze ausleuchten können. Von seiner Fülle, von seinem Übermaß, von seinem Reichtum haben wir genommen. Gnade um Gnade und sind durch Gottes Gnade gewachsen an ihm, an Selbsterkenntnis, an Gotteserkenntnis und auch an Erkenntnis des Nächsten. Von seiner Fülle haben wir genommen. Von seiner unendlichen Fülle und seiner unendlichen Gnade haben wir genommen und sind daran gesund geworden. Wir sind an Christus gesund geworden. Und jetzt kommt ein Vers, der ist sehr, sehr wichtig. Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist aber durch Christum geworden. Mose hat das Gesetz gegeben. Ja, Gott hat das Gesetz auf dem Sinai gegeben und hat es dann Mose gegeben und Mose hat es dem Volk gegeben. Ja, okay. Ja? Hier steht es aber ganz knapp und ganz kurz. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit, die ist durch Christus geworden. Die ist durch Christus entstanden, durch Christus gekommen. Das ist etwas anderes als das Gesetz vom Sinai. Das ist das, was ich ja immer wieder sage. Ja? Das Gesetz vom Sinai setzt ein irdisches Priestertum ein mit einem irdischen Priester, ja, Aaron, Levi, das ist das aaronitisch-levitische Priestertum vom Sinai. Und das ist abgelöst worden durch das Priestertum der Gnade und Wahrheit in Christus, der ein hoher Priester ist von Ewigkeit. Ja, Melchisedek, das ist ein neues Priestertum. Und wo ein neues Priestertum ist, da ist auch das, hat sich auch das Gesetz geändert, Hebräer 7 oder Hebräer 9. Das Gesetz hat sich geändert. Ja, das Gesetz ist das Gesetz des Geistes geworden. Und es ist nicht mehr das Gesetz des Buchstabens. Und wenn wir in Neuheit des Wesens wandeln, in Jesus Christus, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Das kann der Gesetzeslehrer aber nicht verstehen, weil er die zwei Naturen nicht versteht. Wenn man ihn danach fragt, dann kann er auch die Bibelstellen nennen, ja, aber in seiner Verkündigung wird er das nie tun. Jesus Christus ist gekommen und ist unter das Gesetz getan worden. Ja, Jesus Christus kam, er wurde geboren von einer Jungfrau und unter das Gesetz getan. Das steht in Galater 4. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe
und unter das Gesetz getan. Warum denn wurde er unter das Gesetz getan? Auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Jesus Christus ist eher gewesen, eher als Johannes der Täufer. Er war vor ihm, weil er Gott war in Ewigkeit. Und er ist zu uns gekommen und hat uns das Evangelium geschenkt, hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Er selbst ist aus seiner Ewigkeit ins Fleisch gekommen. Seine Mutter war Maria und sein Vater war nicht Josef. Sein Vater war der Vater im Himmel. Ja? Das heißt, er hatte eine irdische Natur, Jesus von Nazareth, und er hatte eine himmlische Natur, der Christus, der vom Himmel her kam ins Fleisch. Zwei Naturen, die haben wir auch, wenn wir wiedergeboren sind. Wir haben den alten Menschen und den neuen Menschen, den inwendigen Menschen und den äußeren Menschen. Ja? Wir haben eine geistliche Natur und eine alte irdische Natur. Christus wurde unter das Gesetz getan, sagt Galater 4. Welcher Teil von ihm wurde unter das Gesetz getan? Der menschliche oder der göttliche? Nur der menschliche Teil. Jesus Christus wurde als Mensch geboren. Er kam ins Fleisch aus dem Stamm Davids, aus dem davidischen Königtum. Als er gestorben und auferstanden ist, da ist er Priester geworden. Das heißt, er ist König und Priester gleichzeitig. Und das Gesetz getan war seine irdische Natur. Aber seine göttliche Natur, Christus als Gott, war nicht unter dem Gesetz. Warum nicht? Weil er das Gesetz ist. Er hat das Gesetz gegeben. Er hat, bevor er ins Fleisch kam, hat er das Gesetz am Sinai gegeben, an Mose. Er ist das Gesetz, er bestimmt das Gesetz, er definiert das Gesetz gehört ihm. Es sind seine Gedanken, es ist sein Wille. Wenn ich meine Gedanken und meinen Willen in ein Computerprogramm schreibe und damit ein Programm programmiere, bin ich dann selber auch diesem Programm verpflichtet? Nein, bin ich nicht. Ich bin der Schöpfer des Programms. Wenn Gott sein Gesetz auf dem Sinai gibt, dann unterwirft er sich dem höchstens freiwillig, damit wir wissen, woran wir glauben sollen. Aber Gott ist frei vom Gesetz. Er ist oberhalb des Gesetzes. Warum? Weil das Gesetz auf der Erde gilt, für alle Menschen auf der ganzen Erde. Denn nach diesem Gesetz wird die ganze Welt gerichtet werden. Und das Gesetz, um das auch noch zu sagen, muss auch heute noch gepredigt werden. Das Gesetz muss gepredigt werden. Und es gilt für alle Menschen, die auf dieser Welt leben. Aber für eine Sorte Menschen gilt es nicht. Für den wiedergeborenen Menschen gilt das nicht. Ja? Für meinen irdischen Menschen gilt auch immer noch das Gesetz, weil ich sterben werde nach dem Gesetz. Ich sterbe nicht an Krebs oder an Altersschwäche. Ich sterbe nach dem Gesetz, weil ich das Gesetz übertreten habe. Und mein alter Mensch wird wieder zur Erde werden, wovon er auch war, weil der Mensch irdisch ist. Aber der wiedergeborene Mensch in uns, der gehört in den Himmel. Der ist nach Gottes Bild geschaffen. Der ist nicht unter Gesetz. Wenn das Gesetz käme und würde ihn verurteilen wollen, würde das Gesetz sagen, der ist nach Gottes Bild geschaffen. Ich bin das Gesetz, ich bin Gottes Wille. Was habe ich an dem zu schaffen? Ich habe gar keinen Angriffspunkt an dem. Ja? Der neue Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen und entspricht deswegen auch dem Gesetz. Ja, er steht sogar über dem Gesetz, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir auch erwarten, unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, unser alter Mensch ist dem Gesetz unterworfen, unser neuer Mensch ist in Christus und das Gesetz hat kein Anrecht an ihm, weil an diesem neuen Menschen kein Mangel ist. Der ist 100% zum Bild Gottes. In Christus werden wir gesehen vor dem heiligen Gott. Nicht das Gesetz verurteilt uns, Gott verurteilt uns. Aber wenn wir in Christus sind, hat Christus ja die Strafe schon getragen, sind wir frei. Dann sind wir nicht mehr unter Gesetz. Das ist unglaublich schwierig. Die Gesetzeslehrer wollen das nicht, weil die hören immer, und das ist ihr tiefster Wunsch in ihrem Herzen, die hören, wenn wir sagen, wir sind nicht mehr unter Gesetz, dann hören die, ich muss das Gesetz nicht mehr halten, ich kann endlich so leben, wie ich will, ich kann in allem schwelgen. Ja, weil das aber nicht sein kann, weil ihr Glaube nur Moral ist, deswegen
kommen sie immer und hängen uns das Gesetz um den Hals und sagen, ihr müsst das Gesetz halten. Ja, nicht das ganze jüdische Gesetz, das kann man ja nicht halten, weil es gibt ja keinen Tempel mehr. Aber die 10 Gebote müsst ihr wenigstens halten. Ah, also müssen wir auch den Sabbat halten, ja? Deshalb der Samstag, nicht der Sonntag. Also es ist ein Jammer einfach, ja? Wir unterliegen dem Gesetz des Geistes, wir unterliegen dem Gesetz Christi, wir unterliegen dem Gesetz der Freiheit. Googelt das mal. Googelt oder sucht in der Bibel halt danach, ja? Nehmt euch ein Bibelprogramm und prüft das mal. Das sind Begriffe, die werden heute nicht mehr gepredigt. Weil die meisten da überhaupt nichts gehört haben von und die meisten das auch nicht erlebt haben in ihrem Glauben. Ja? Da mangelt es uns dran, da mangelt es auch der Verkündigung dran, an dieser Unterscheidung, die getroffen wird von der Bibel. Wenn wir in Christus sind, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Ja? Trotzdem bemühen wir uns, ein einwandfreies, ein ethisches und auch ein moralisches Leben zu leben. Und wenn wir im Gesetz Christi sind, erfüllen wir auch die 10 Gebote. Ja? Weil in Christus halten wir den Sabbat. In Christus ist der Sabbat, nicht am Samstag. Ja, das sind aber die Menschen, die sind irdisch gesinnt. Wir geben nicht nur den Zehnten, wir gehören ganz Jesus, unser Leben, unser Geld, unsere Zeit, unsere Verfügbarkeit, das gehört ihm. Ja? Das heißt nicht, dass wir einen Zehnten geben aus dem Alten Testament. Im Gesetz steht auch, dass wir keine Kleider tragen sollen aus gemischten Fasern, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja? Das muss man auch übertragen, unsere Gerechtigkeit, unser Kleid der Gerechtigkeit, mit dem wir überkleidet sind. Das besteht nicht aus einem Teil Gnade und einem Teil Gesetz. So wie viele sagen, ja, ich halte das Gesetz und das, was ich nicht kann, dafür ist Jesus dann gestorben. Das ist so ein Mischgewebe. Das ist ein Teil Gesetz halten und ein Teil in der Gnade Jesus sein. Und dieses Mischgewebe ist verboten, im Gesetz verboten. Das heißt, die das Gesetz halten wollen, übertreten das Gesetz, weil sie das Gesetz irdisch halten. Ja? Gott hat uns einen Sinn gegeben, damit wir erkennen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und dieser Sinn ist Gottes Geist. Ja? Und wir erkennen, dass das Gesetz durch Mose gegeben ist, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist was anderes. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und bei ihm ist Gnade über Gnade, Reichtum, Reichtum der Gnade. Wie weit denn? So weit der Himmel geht. Ja? Deine Gnade ist, so weit der Himmel geht. Und das auch noch, und dann schließe ich da kurz ab. Im Islam wird Gnade anders verstanden. Im Islam heißt Gnade so eine Art Schwamm drüber. Wir vergessen das und dann ist gut. Ja? Machen wir halt so weiter. In der Bibel ist Gott nur deswegen gnädig, weil er unsere Schuld gestraft hat an Christus. In der Beziehung kennt das Gesetz keine Gnade und kein Schwamm drüber. Auch die Engel kennen kein Schwamm drüber. Sünde muss gesühnt werden. Im Islam ist das nicht konsequent. Auch in allen möglichen anderen Religionen ist das nicht konsequent. In der Bibel ist das hochexakt. Das Gesetz kennt keine Gnade. Die Engel kennen keine Gnade. Christus ist Gnade. Christus ist für uns die Erlösung. Aber Gott hat unsere Sünde, die gesühnt und bezahlt werden musste, an Christus vollzogen. Die Strafe an ihm, also die Strafe liegt auf ihm. Sünde, die wir getan haben, ist bezahlt und abgegolten worden. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wäre Jesus nicht gestorben, hätte er nicht unsere Sünden getragen, wären wir noch in unseren Sünden, dann wären wir alle verloren, so sehr wir uns auch anstrengen und so sehr wir auch versuchten, das Gesetz zu halten. Ob es 10 oder 600 Gebote sind oder 100.000 Gebote, wir wären verloren. Wir sind ohne Christus verloren. Ohne Jesus gehen wir in die Verdammnis und werden nach diesem Gesetz gerichtet. Die ganze Welt wird nach diesem Gesetz gerichtet. Und wir sind durch Gottes Gnade in Christus, diesem Gericht, Enthobene. Und unsere Aufgabe ist nicht, das Gesetz zu halten, sondern Jesus Christus zu verkörpern im Fleisch. Auch in so verrückten Zeiten wie jetzt. Ja? Die Zeiten waren nie besser für die Christen wie heute. Wir sind das nur nicht gewohnt. Ja? Wir haben so sehr gute Zeiten hinter uns. In den letzten Jahrzehnten war alles erlaubt. Ja? Und dadurch war der Glaube auch oft theoretischer Natur. Aber jetzt wird der Glaube gefordert werden. Und wir leben nicht im Elfenbeinturm.
Ja, sondern wir leben in einem Umfeld, in einer irdischen Welt, die äußerst real ist und die uns auch betreffen wird, auch als Christen betreffen wird. Ja? Und es mag sein, dass jemand für seinen Glauben extreme Nachteile erleiden wird. Dann wird er dadurch geadelt. Weil die Jünger, die Apostel, muss ich sagen, die haben, als sie geschlagen wurden fürs Evangelium, haben die gesungen und sich gefreut, dass sie würdig gewesen sind, daran an den Leiden Christi Anteil zu haben. Das ist eine vollkommen andere Haltung, als die Christen heute oft haben, weil es ihnen ständig verkündigt wird. Wenn ihnen gesagt wird, mit Jesus hast du ein gelingendes Leben, das ist ein Unsinn. Ja? Das ist ein Unsinn. Wenn ihr euch Paulus anschaut und das als gelingendes Leben bezeichnet, also wer wollte denn mit dem Mann getauscht haben? Ja, das ist ja was, das ist eine ganz andere Perspektive, das ist eine andere Welt, wovon die Bibel spricht. Oder eine andere Welt, wovon die Verkündigung heute spricht. Ja? Die Verkündigung verspricht ein gelingendes Leben in Jesus Christus. Wir hatten mal vor einiger Zeit eine Bibelstunde, da gab es da auch ein bisschen einen Austausch drüber. Ja? Ein gelingendes Leben. Ein gelingendes Leben nach der Bibel ist, Jesus Christus gefunden zu haben. Das war dann gelungenes Leben. Das Leben ist gelungen. Warum? Weil das ans Ziel gekommen ist. Weil das zu Jesus Christus gefunden hat. Das Leben hat sich dann gelohnt. Das ist ein gelingendes Leben. Und jemand, der Jesus gefunden hat, der freut sich über sein gelungenes Leben. Ja, aber nicht, weil es uns jetzt gut geht und wir aller Nöte enthoben würden, weil wir nicht mehr krank wären. Oder es gab Prediger, gerade Rosenius, Karl Olof Rosenius, ein reformierter Prediger, Pfarrer in Skandinavien, hat wunderschöne Sachen geschrieben. Also wenn ihr das findet im Internet, hat auch ein Buch geschrieben, Gesetz und Gnade oder Tägliches Seelenbrot von Karl Olof Rosenius. Karl mit C vorne, Rosenius, wie die Rosine, nur mit E, ja, Rosenius. Tägliches Seelenbrot, wenn ihr das irgendwo kriegt, beim Nordelbischen Gebetsverband, irgendwo, kann ich euch nur empfehlen. Ist ein Andachtsbuch für jeden Tag. Ist sehr reformatorisch, ich glaube kalvinistisch oder lutherisch, ich weiß es jetzt nicht genau. Manche Sachen über die Taufe sehe ich jetzt auch nicht so, ja, wie er sieht. Aber prüft das Gute, prüft alles und das Gute behaltet, gilt auch da. Ja? Also müsst ihr euch anschauen, euch bestellen. Kostet, glaube ich, nur 10 Euro, bestürmt die da, holt euch da die Bücher, ganz, ganz wertvoll. Vielleicht gibt es die auch noch irgendwo im Internet zu kaufen gebraucht. Das ist Evangelium, was gegeben wurde in Christus, Gesetz und Gnade. Und dieser Karl Olof Rosenius war ein kränklicher Mann, der hat oft unter seiner Krankheit geseufzt und geächtzt. Den hat Gott nicht dem allen enthoben. Ja, es gibt Menschen, die haben ihren Job und ihre Existenz verloren fürs Evangelium. Es gibt Menschen, die das zurzeit im Iran und im Irak und in Nordkorea aufs Spiel setzen. Ja? Sorry, mein Telefon klingelt. Die setzen das aufs Spiel fürs Evangelium, ihr Hab und Gut. Ja, das sind uns Vorbilder im Glauben. Es ist nicht so, dass Christus uns dem allen enthebt. Dann und wann mag es sein, dass Gott geradezu Wunder tut. Ich habe das auch erlebt, ja? Auch in finanzieller Hinsicht, dass Gott einfach Wunder tut, ja? Weil ich meinen Job extrem vernachlässigt habe und da in große Schwierigkeiten gekommen bin, hat Gott Türen geöffnet, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ja? Und ich möchte mir das gerne zum Beispiel nehmen und zum Vorbild nehmen und sagen, wenn so eine Situation wiederkommt, dann vorwärts mit Jesus Christus. Ja? Der Herr hat Wege, die wir uns nicht denken können. Und ich habe mir hier oben hinter meinem Schreibtisch einen Spruch an die Wand gehängt. Kein Kriegsmann flicht sich in Händel der Nahrung, auf das er dem gefalle, der ihn angenommen hat. Ja? Das ist altes Lutherdeutsch. Das ist 2. Timotheus 2, Vers 4. Ja, kein Kriegsmann flicht sich in Händel der Nahrung, auf das er dem gefalle, der ihn angenommen hat. Das ist, wenn jemand ein Heer hat, dann sorgt er für seine Soldaten, dass die durchkommen. Wege gibt es da immer. Wenn wir einen Auftrag haben von Jesus, dann lasst uns den jetzt tun. Es gibt Pfarrer und Pastoren, auch vor vielen Jahren schon habe ich mit denen gesprochen, die haben immer gesagt, ja, wenn ich meine Rente mal durch habe, dann will ich aber richtig predigen, das Evangelium geben. Ja, dann ist ja meine Rente auch gesichert. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr wartet bis zur Rente, habt ihr kein Evangelium mehr. Wenn Gott euch jetzt beruft, macht das jetzt. Jetzt ruft Gott, nicht erst in 15 Jahren, ja, wenn du deine Schäfchen im Trockenen hast. Gott will, dass jetzt seine Schäfchen ins Trockene kommen und das ist dein Auftrag, den du hast an Gott. Alles andere, das sorgt der Herr für. Ist aber auch oft ein Glaubenskampf und dann schläft man auch nachts schlecht
Und dann macht man sich auch Sorge. Und dann schlägt man halt auch den Petrusbrief auf, wo steht, werfet alle eure Sorgen auf ihn. Und ich habe dann auch schon gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, hier sind meine Sorgen. Ich will, dass du sie weißt, aber ich sage dir, ich werde sie auch wieder mitnehmen. Ich bin so ein Typ. Ja? Ich will gerne einen Plan B haben und einen Plan C. Ich mag nicht gerne mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich mag nicht gerne auf der letzten Rille irgendwo laufen. Ja? Aber manchmal führt uns Gott in diese Situationen. Und vielleicht werden wir das in den nächsten Jahren und Monaten, wie auch immer die Zeiten dann sein werden, vielleicht auch erleben und das auch lernen müssen. Und vielleicht lesen wir dann die Geschichte von den Jüngern mit dem Boot im Sturm neu, weil wir das selbst erlebt haben. Und dann wird dieses Wort lebendig auf eine ganz neue Art und Weise. Und das ist auch was Schönes. Ja? Das ist auch was Schönes. Jetzt bin ich gar nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte, aber ich finde, diese Verse sind so wichtig. Wir haben gesprochen über die Gottheit Jesu. Da haben wir beim letzten Mal schon von gesprochen. Wir haben gesprochen über den, der von Ewigkeit her gewesen ist, der vor Johannes dem Täufer gewesen ist. Wir haben über den gesprochen, durch den die Gnade und Wahrheit geworden ist. Wir haben über den gesprochen, in dem die Fülle ist, Christus. Der war, der ist und der kommt. Ein Thema habe ich noch übersprungen eigentlich, und zwar eigentlich aus Vers 12, aber da müssten wir uns mal gesondert Zeit nehmen für. Da steht nämlich, dass Gott, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er, Christus, Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist eine Frage, die die Erwählung betrifft. Da hat mich jemand angeschrieben auf einen der letzten, in einem der letzten Clips. Da möchte ich aber nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen, was das heißt und wie das geschieht, ja, auch in unserem Leben. Nehmt von dieser Fülle der Gnade, auch in den Zeiten, die wir jetzt haben. Wir leben nicht im Elfenbeinturm und es werden Dinge auf uns zukommen, wo auch drüber gepredigt werden muss. Ja, natürlich, ja. Von dieser Fülle, von dieser Gnade, da müssen wir nehmen und in diesem Wort Gottes uns immer wieder auch ausrichten lassen. Das ist so eine Art geistliche Chiropraxis. Ja, da werden wir wieder eingerenkt. Ja, das ist das, was geistlich das Wort Gottes uns gibt. Das ist uns Speise, das ist uns Trank, das ist uns Nahrung, das ist uns Erbauung, das ist uns neue Ausrichtung. Jetzt klingelt es hier nochmal. Das ist alles das, was in Christus ist. Nehmt euch das mit in euren Alltag. Ja? Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und sag mal bis bald.